Seid gegrüßt, meine lieben Habibis, und willkommen hier auf meinem Reaction-Kanal. Ja, ich hoffe, euch gefällt das und ja, wir starten heute mal rein mit einem Video. Ja, und zwar Freezy sucht dir ein Hobby wie Rasenmähen oder sowas. Also, scheinbar hat der YouTuber Ton verändert. Stress mit dem YouTuber Freezy, beziehungsweise der YouTuber Freezy, der labert mal wieder irgendwie Scheiße. Der hat übrigens mich auch schon mal angesprochen. Der hat gesagt, ey, Alpha Kevin, der hat irgendwie Scheiße über mich gelabert und so. Und ich dachte mir so, hä? Alter, was habe ich denn mit Freezy zu tun? Und keine Ahnung, der hatte irgendwas mal, der hat irgendwie C-Max nachgemacht oder so. Irgendwas ist da passiert und deswegen, ja, kenne ich ihn irgendwoher, so vom Namen. Aber ansonsten, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich ein Video von ihm geschaut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Ton verändert jetzt gegen ihn macht. Also das Video ist übrigens schon einen Monat alt, aber spannend. Peace, Leute, ich bin's, euer Freezy mit einem weiteren... Das ist Freezy! Oh mein Gott, ja, doch, doch. Das Gesicht sagt mir was, ja. Also Freezy habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Und gesehen. Hey, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus Stuttgart. Alter, meine Ohren. Schwierig. Hab wieder was vorbereitet, Junge, wovon ich eigentlich Albträume krieg. Ihr kennt vielleicht ja noch diesen Typen hier. Es wird spannend. Ja. Und ungelogen. Der hat glaube ich auch Fortnite. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der hat auch so Fortnite Skin Contests gemacht. Und sowas wie bei C-Max oder hat bei C-Max bei irgendeinem Turnier mitgemacht oder bei Standard Skill und keine Ahnung, er hat irgendwie Scheiße die ganze Zeit gelabert. Der konnte auch gar nicht. Ich glaube, zudem 10, 15 Jahre keine Videos mehr gemacht. Aber er ist wieder da. Er ist einfach wieder da. Ich habe in meine Instagram-DMs reingeguckt. Und dann schickt mir jemand so den Typen und sagt, guck mal, er macht wieder Videos. Oh, geil. Fühl es. Okay. Und nachdem er Videos rausgehauen hat, von wegen, ja, das ist fake und dies und das und ja, ich gebe zu, ich habe gelogen. Jetzt geht's los, Alter. 10.000 Euro. Ja. ja, genau. Genau. Das war das, der hat diesen C-Max Cup gemacht und so. Das ist, ja, nee. Ich erinnere mich wieder. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr lost. Aber es ist schon Ewigkeiten her, als er das gemacht hat. Also es ist schon ein paar Monate her, es ist schon fast ein Jahr her, oder? Ich weiß nicht, wie lange der es durchgezogen hat. War alles echt Beweise. Ich habe heute keine Videoidee und ich habe auch wirklich keinen Bock, heute 3 Stunden wieder auf TikTok rumzusitzen und nach TikToks zu suchen. Deswegen hallo und herzlich willkommen, Digga. Peace, Leute, ich bin's, euer Freezy mit einem weiteren Video. Und zwar habt ihr lange nichts mehr von mir gehört, Leute. 10 Jahre! 10 Jahre war der Typ weg. Nach 10 Jahren kommt er wieder. Über diese Wannabe-Gangster-Zerstörungsmusik, ja. Von, nee, das war... War das von Tag des jüngsten Gerichts oder war das von dem Bushido-Diss-Track? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das von K1 der Diss-Track war oder ob das von Bushido der Diss-Track war. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ja. Es wird Zeit für die Scheiße, sich zu äußern. Okay, das war Bushido. Ja. Immer die gleiche Hintergrundmusik. Ich glaube, das letzte Video war mit Ernestrix auf jeden Fall gut angekommen. Danke dafür, Leute. Letztes Video mit Ernestrix. Wer ist Ernestrix? Cymex anrufen im Video. Challenge. Boah, das geht 9 Minuten, Gott. Digga. Also, würdest du eher aus dem Fenster springen? Oh, Bruder, Digga, Alter. Wenn ich mir das schon anhöre, kauf dir ein Mikrofon, bitte. Ja. Oder Cymex anrufen nur. Es geht mal noch. Aber allein der Fakt, dass die beiden halt Fortnite spielen, ja. Ja, es gibt immer noch Leute, die spielen Fortnite, das ist alles schön und gut, ne. Ich akzeptiere das, aber ich persönlich könnte es nicht mit mir vereinbaren, Fortnite zu spielen, ja. Fortnite, diese Community auf Fortnite, die ist so unangenehm, das kann ich mir einfach nicht geben. Ich meine, guckt sie doch mal an. Was ja Safe Kontakt Team. C-Max und zu. Das ist halt auch wirklich wieder so ein richtig, richtig, richtig geiles Video, was einfach 20 Dislikes hat. Scheiße. Es geht 9 Minuten 11. Fett in den Titel reinschreiben. Cymex anrufen im Video. Challenge gegen R. Immer noch kein Plan, wer du bist. Naja, und wie soll ich sagen? Wahrscheinlich passiert das, oder? Wahrscheinlich ruft er den an. Okay, gucken wir mal rein. Okay, Leute, ich rufe ihn jetzt an. Mal schauen, ob er überhaupt dran geht. Weil jetzt hat er keine Facecam. Der hat doch gerade eben noch eine Facecam. Jetzt hat er keine Facecam und ruft irgendwem an, oder wie? Ja, zitier an der Stelle, ja. Ja, scheiß drauf. Okay, ich hoffe, er geht nicht dran. Bitte, bitte. Hallo? C-Max? Hallo? 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 Hä? Ich dachte, das wäre die Nummer von C-Max.
Wer ist C-Max? Cool, Alter. Ja, Mann, Alter. C-Max anrufen im Video. Kein Fake. Halt dein Maul. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Video. Das Video sind einfach 4 Minuten. Und das repräsentiert, und das muss ich euch auch ehrlich sagen, den Großteil der Fortnite-Streamer. Oder nicht Fortnite-Streamer, Fortnite-YouTuber. Das sind einfach die Leute, die einfach diesen Content aufbauen, nur dieser pure Clickbait. Also ich meine, es ist okay, Clickbait zu machen, aber so dieses Irreführende, so das ist ganz klar irreführend. Der hat nicht C-Max angerufen, das war irgendein Faker, wo er ganz genau gewusst hat, dass es nicht C-Max ist. Und ja, keine Ahnung, Mann. Ich finde das einfach cringe. Und ich finde, viele Fortnite-YouTuber, die haben sich jetzt abgewandt von dieser Fortnite-Szene, weil die dann gesagt haben, Alter, ich will mit dir nichts zu tun haben, weil die faken ja alles, die machen ja nur Scheiße. Deswegen fangt nicht an mit Fortnite-Zeug irgendwie auf YouTube. Lass es einfach bleiben. So, dann fangt gar nicht erst mit YouTube an. Ist besser so. Minuten reinmachen. Scheiße. Ich rede über den, zieh meine Klicks, kann mir davon eine dritte Rolex, eine zweite Rolex kaufen und dann ist alles wieder gut. Kommen wir zurück zu dem eigentlichen Video. Ich will ja die Beweise sehen. Heute. Warum trägt er eigentlich die? Also ist euch das mal aufgefallen? Er trägt die Uhr rechts. Hier ist seine Uhr. Er trägt sie auf der falschen. Trägt man nicht? Trägt man eine Uhr nicht links? Oder ist das einfach bloß mal wieder so dieses, ja, typisch deutsch, dass man eine Uhr links trägt? Ich dachte immer so, eine Uhr muss links getragen werden. Na ja, gut, scheiß drauf. Das ist, glaube ich, das wichtigste Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es um die C-Max-Sache, Leute. Um die C-Max 10.000-Euro-Sache. Heute kommen die Beweise, Leute. C-Max 10.000-Euro-Sache. An die immer noch nicht wissen, worum es geht. Ich habe ehrlich auch gar keinen Plan. Angeblich hat C-Max mal so ein Turnier gemacht und hat gesagt, der Gewinner kriegt 10.000 Euro. Und wirklich, angeblich, haltet euch fest, hat der die 10.000 Euro gewonnen? Wer es glaubt, Alter? By the way, die 10.000 Euro generell bei C-Max wurde in Turnier noch nie real aufgelöst. Damals hat C-Max so ein Turnier schon veranstaltet mit 500 Euro Preisgeld. Dann hat ins Assi TV ist drauf aufmerksam geworden, hat ihn dann zur Druck gemacht. Ich habe ebenfalls ein Video gemacht, im Firegrund glaube ich auch, ich bin mir gerade nicht so sicher. Und zu der Zeit hatte C-Max so 60.000 Abos, 50.000 Abos oder so. Hat so dieses mit diesem Giveaway das gemacht. Hat das aber nie verlost. Der hat dann später den Gewinner auf Druck von It's Assi TV hat dann später nur mal so 100 Euro überwiesen oder so, wenn es überhaupt echt war. Ja, also der hat wirklich die Leute nach Strich und Faden verarscht. Deswegen, einen C-Max noch ernst zu nehmen in der jetzigen Zeit, ist schon ziemlich schwierig auf jeden Fall. Ich habe einfach gesagt, es war Fake, Leute. Ich habe einfach gesagt, es war Fake, weil ich keine Beweise hatte und ich wusste nicht, wie ich das beweisen soll. Und Telefonat und so wegen Jugendschutzgesetz und so habe ich alles gelassen, Leute. Telefonat wegen Jugendschutzgesetz habe ich einfach gelassen. Ja, Mann, Digga. Neulich, ich war im Laden, habe Süßigkeiten geklaut. Wurde angezeigt. Wisst ihr wegen was? Wegen Beleidigung und Fahrerflucht. Ja, Mann, wegen Jugendschutzgesetz, oder? Alles klar, Digga. Zwei Paar Stiefel, Mann, die du nicht gleichzeitig anziehen kannst. Aber heute, ja. Macht halt auch gar keinen Sinn. Aber guter Vergleich nochmal von Ton verändert. Gut aufgegriffen. Ich habe in der Story ein Bild gesehen, Leute. Das ist leider schon weg. Das war schon ein bisschen älter. Aber ich habe es leider, was heißt leider, zum Glück gescreenshottet, Leute. Und da hatte er diese Dior-Jacke an, Leute. Diese schwarze mit dem Monogramm. Und ich habe die einfach geschenkt bekommen, Leute. Von C-Max. Bitte nicht. Die hat er einfach geschenkt bekommen. Wisst ihr, was jetzt kommt? Es kam ein Paket an, Leute. Ich habe das geunboxed. Und ihr seht hier eingeblendet, nicht in der Facecam, sondern unter im... Warte, pass auf. Wie fake soll die Jacke sein? Eher so, ja. Ich war das letzte Mal auf Mallorca und da gab es nur solche Fake-Jacken. Ist da wirklich insane. Die waren alle so schlecht auch gefaked. So auch so Gucci-Zeug, solche Gucci-Taschen, so für 8 Euro. Und ich dachte so, Alter, für 8 Euro. So, damit wollen die rumflexen. Ich finde das echt, also die Verarbeitung hier, das sieht schon richtig hässlich aus. Also selbst wenn das jetzt das Original wäre, würde ich sagen, sieht sau hässlich aus. Eine Dior-Jacke so, wer gönnt sich die Scheiße? Ich weiß nicht, wie das Original aussieht, aber das sieht echt nicht mal hochwertig aus. Game. Ja, Mann, Alter, das ist genau so ein krasser Beweis, ja. Ich meine, diese Jacke gibt's ja auch nur einmal auf der Welt, ja. Wenn du die gleiche Jacke hast wie er, kann es eigentlich auch nur daran liegen, dass er sie dir geschenkt hat. Krasser Beweis, Digga. Oh, ich weiß nicht, Alexi Becks, sie hat iPhone 13. Nur Lebensmittelverbände finden das nicht so gut, weil sie mehr Geld von den Junkfood-fressenden Fettsäcken wollen. Oh, ich habe auch iPhone 13. Das heißt, ich habe mit ihm Kontakt, der hat mir geschenkt. So ein Idiot, Alter. Ein Screenshot. Fuck, warum hab ich... Alter, warum läuft bei denen so, dass sie ein iPhone 13 haben? Ich habe mir jetzt vor kurzem das iPhone 12 geholt. So, GG an der Stelle. Ja, ich bin mal wieder komplett am Sack, ja. General überholt die ganze Thematik. Nee, ich finde das iPhone 12, no joke, das ist auch ein sauteures und sauhochwertiges Handy, wirklich leistungsstark.
Aber ja, nee, das iPhone 13 kostet so viel, das leiste ich mir nicht. So, das sehe ich nicht ein, so viel Geld für ein Handy auszugeben. Das war schon teuer. Ich habe mir das auch gekauft. Ich habe das ja nicht mit monatlich Dings da. Ich habe es direkt gekauft. Ich glaube, es hat 800 € oder so gekostet. 800 €! Teilweise kostet ein PC 800 €. Ich finde das echt, das ist ein Armutszeugnis. Es ist viel zu teuer gewesen. Screenshot oder ein Bild von mir, Leute, das ist genau auf Instagram jetzt gepostet worden. Könnt ihr auf jeden Fall gerne abchecken. Da habe ich die Jacke an von Z-Max und den Hut von ihnen, diesen Fischhut von Prada hat er mir auch geschenkt, Leute. Ach Gott. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Digga. Eine neue Benachrichtigung von Amazon Shopping. Vor 2 Monaten haben sie Situ Top Case iPad Pro 12.9 Hülle bei Amazon gekauft. Wie viele Sterne von 1 bis 5 würdest du dem Produkt geben? Also ich bin euch ganz ehrlich, ich habe nicht Amazon, wie heißt das, dieses Echo Dot und Alexa und sowas. Das habe ich nicht. Und ich finde, es hat auch einen guten Grund. Also generell, man wird ja eben abgehört, auch schon vom Handy wird man abgehört. Man kriegt das immer so übel schnell mit. Wenn man irgendwas erzählt hat, über irgendeine Thematik, über Schwangerschaft zum Beispiel, dann am nächsten Tag wird auf dem Handy angezeigt, irgendwelche Sachen von irgendwie Kinderzeug und so, ne? So Kinderspielzeug und Kleidung und so. Also die hören das mega ab. Aber Alexa, ich glaube, das hört halt so brutal ab, das ist geisteskrank. Also eigentlich, mir ist es egal, so von mir aus sollen die alles abhören. Ja, aber ich glaube, so alles, ja, nee, ich brauche es eigentlich auch nicht. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ich es hätte, aber das ist schon heftig, wie krass die abhören. Das ist wirklich unglaublich. Die wissen mehr über mich als meine Eltern. Und das ist eigentlich nicht gut. 5. Gute Produkt. Deine Bewertung hilft anderen, bessere Entscheidungen zu treffen. Heute wieder eine gute Tat gemacht. Und das ist eigentlich der finale so Beweis, dass ich ihn getroffen habe, Leute. Und dass 10.000 € Z-Max Cup echt war, Leute. Weil, dass ich ihn getroffen habe. Dann zeig doch ein Bild, wo du mit Z-Max gepostet hast. So, wo du ein Bild mit ihm gemacht hast. Wo hast du ihn getroffen? Zeig doch. Leute, also an alle, die geglaubt haben, Leute, hier der Stinkefinger an euch. Ich habe es jetzt nicht gezeigt wegen YouTube. Ich kenne die rechte Richtlinie nicht. Oh Mann. Aber Leute, jeder, der nicht geglaubt hat, wird über Videos über mich gemacht. Irgend so ein No-Name, GG, FNAF, irgend so ein Creeper-LP. Alles Lappen, Leute. Ich alles Lappen. Ich auch Lappen. Ich kompletter Lappen, Digga. Ich habe Videos über... Ich weiß nicht, will das sich jetzt profilieren, dass der mit Z-Max irgendwas zu tun hat? Also ist man ein coolerer Mensch, wenn man mit Z-Max abhängt und... Ich check gerade die Situation nicht. Fühlt er sich jetzt cool, weil der mit Z-Max angeblich irgendwas zu tun hat? Oder was ist jetzt die Grundthematik? Also das check ich gerade Real Talk nicht. ...gemacht. Ich hatte einfach keine Beweise, Digga. Jetzt kommen die Beweise, Alter. Ja, Mann. Entschuldigung. So ein Lappen, Junge. Ich hab euch jetzt die Beweise gezeigt, Leute. Ach, das waren schon die Beweise. Die Jacke. Das war dein Beweis. Gleiche Jacke. Okay, Alter. Es ist einfach heftig. Ich habe ganz YouTube hops genommen. Ton verändert. Ja, Mann! Ja, Mann! Er hat mich brutal hops genommen. Ja, er hat mich so heftig hops genommen. Das... Alter, scheiße, Mann. Ich bin wirklich darauf reingefallen, Mann. Er hat mir so einen krassen Beweis gezeigt. Wer alles, der auf mich reagiert hat, Monte in seinen Streams, alle schmutzt. Ich habe hier die Beweise jetzt geliefert, Leute. Und es ist noch was Heftiges passiert, aber das seht ihr im nächsten Video. Seid sehr, sehr gespannt. Und ja, das war eine kleine Ansage an alle. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ihr müsst euch das... Junge, sag mal, der sieht auch schon so ein bisschen aus wie Max Emre. Ist das sein Bruder oder sowas? Also die labern scheinbar beide extreme Scheiße. Oder sie sind auch verwandt mit Z-Max und sowas. Das ist auf jeden Fall, das ist schon hart hier. Das ist einfach so vorstellen. Da sitzt dieser Typ da, gell, und denkt sich, wie kann ich heute ein neues Video machen? Und überlegt sich halt so eine Scheiße. Und dann kommt so ein Trottel wie ich und macht darüber noch ein Video. Aber ja, egal, Mann, das ist schwierig. Vielleicht kommt das noch auf 10 Minuten, dann mache ich mehr Geld. Elisabeth Sanchez OnlyFans gratis. Das gucken wir uns noch an, dann komme ich safe auf die 10 Minuten. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial, was... Ja, ist übrigens nur auf 8 Minuten gekommen. Das heißt wieder mein erstes Tutorial auf jeden Fall. Ja, ein Tutorial, wie ich Elisabeth Sanchez OnlyFans gratis bekomme. Wer denkt sich, okay, Alter, ich nehme jetzt 30, 20 Tacken in die Hand und schaue mir ihre Bilder an. Ja, Leute, falls ihr das alles nicht schafft hier im Video... Ey, aber irgendwie wurde gesagt, dass sie am Anfang damit 3.000 € gemacht hat oder so. Oder 2.000. Auf jeden Fall war es geisteskrank viel. Und das mit Bilder auf OnlyFans. Du kannst mir sagen, was du willst, aber das kann nicht real sein. Nie, also welcher Mensch, welcher Simp, es kann sich ja nur um einen heftigen Simp handeln. Welcher Simp
ist so armselig, dass der in Sub bei OnlyFans irgendwem eigentlich auch noch gibt. So, der dort irgendwas hochlädt, irgendwelche Instagram-Bilder normalerweise hochlädt. Es ist ja so cringe. Ich verstehe, ich frag mich, wer dann wirklich Geld ausgibt für OnlyFans. So, das ist mir ein Rätsel, ja. Video, folgt mir auf Instagram, Leute. Nein, machen wir nicht. Wenn wir da irgendwie die 1000 Abos haben, werde ich die euch einfach privat zuschicken, die Bilder. 5 Tipps, die ihr beachten müsst, Leute. Ja, Mann, ja. Warum? Warum wirklich, Digga? Hast du eigentlich in deiner scheiß Bibliothek keine andere hinten? Ja, okay, gut, ich benutze auch immer dieselbe Hintergrundmusik. Aber nicht diese nervige. Ah, true. Ich benutze auch jedes Mal dieses typisch Andy. Dip. Ja, muss ich auch mal aufhören, das immer zu nutzen. Aber ich weiß nicht, die Hintergrundmusik ist sowas von geil. Aber dieses Wannabe-Gangster-mäßige Ich-zerstör-dich-Style, das ist halt echt unangenehm. Dieses Bushido-Lied. Keine Ahnung, Mann. Ich finde, das soll immer so heftig rüberkommen, aber im gleichen Moment klingt das halt einfach nur extrem scheiße. Er macht extra im nächsten Video nochmal. Der Link ist in der Videobeschreibung zu den Apps und so. Und ja, Leute, als erstes geht ihr zu Play Store, installiert dort Reddit, Leute. Reddit, das... Er macht in 2 Minuten 10 Video darüber, dass man die einfach ihre Bilder auf Reddit sich ziehen kann. Eigentlich ist es ein Tutorial, wie du bei OnlyFans Bilder gratis bekommst. Ja, geh einfach auf Reddit. Wie geil ist das denn? Ey, ohne Scheiß, ne? Dieser Freezy, auch so eine unangenehme Person, eine ganz unangenehme Person. Gibt's einfach was? Schnauze halten, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Junge, Alter, so heftig. Ey, geiles Video. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Real Talk aber, Ton verändert, no joke. Geiles Video, hat mir wieder gut gefallen. Entertaint mich jedes Mal sehr. Kuss.